Ja, hi Leute und herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Heute sind wir natürlich wieder unterwegs und wie ihr sehen könnt, geht es heute wieder in ein Stollensystem, in ein Bergwerk, wo wir auch schon mal drin waren und einen Teil davon erkundet haben. Und zwar war das zum Teil mal eine Uferlagerung, wo dann auch diese Torpedo-Fertigungsgeschichte passieren sollte. Ja, wir haben letztens schon ein paar Sachen so gefunden, jetzt nichts speziell, was darauf hinweist, aber es ist auf jeden Fall belegt und heute schauen wir uns einfach mal weitere Sohlen an. Bis gleich. Ja, hier mal jetzt auch so wieder diesen bräunlichen Schiefer. Weiß nicht, ob der hier schon als Buntschiefer bezeichnet wird. Das weiß ich jetzt nicht, aber ja, das könnten halt immer diese Eiseneinschlüsse sein, schätze ich mal. Ja, die haben sie schon die ersten Säulen stehen lassen, damit sich das halt von selber trägt. Ja, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Jetzt haben wir hier mal das, was man eigentlich relativ selten sieht, noch. Und zwar, dass einfach mal ein Gleis drin liegt und gar nicht mal so ein kleines Gleis. Außer man hat hier noch die Bahnschweller drin. Das alleine. Und ich meine, die sind auch schon riesig. Und auch das Gleis an sich ist ziemlich groß. Also ziemlich breit. Das lässt darauf schließen, dass ziemlich große Lohren oder Hunde hier durch bewegt wurden. Oder vielleicht sogar eine kleine Bahn. Das ist schon krass, das mal so zu sehen. Ja, die Höhe der Stollen ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aus dem Schnitt würde ich sagen 1,80. Also ich muss mich hier schon immer mal wieder gebückt bewegen. Man hat ja logischerweise auch noch einen Helm auf hier. Und da muss man schon immer aufpassen, dass man oben nicht unbedingt da dran hämmert. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt in einer riesigen Halle. Da vorne ist Melanie. Ganz klein, leuchtet gerade aus. Sie hat eine sehr starke Taschenlampe und ich hoffe, ihr könnt das hier schön im Video erkennen, weil hier auf dem Bildschirm erkenne ich es gerade nicht so gut. Ja, die ist riesig. Wir schätzen mal mindestens 20 Meter Deckenhöhe von dieser Halle. Also das ist echt krass. Richtig eingesunken. Ja, hier sind wir jetzt praktisch an Ortsbrust gekommen, wo es nicht weiterging. Also theoretisch gesehen wäre es da weitergegangen, aber da ist verschüttet. Und deshalb gehen wir jetzt hier raus. Muss wieder Richtung Ausgang. Und ja, schauen einfach mal, was wir jetzt noch so finden. Deshalb bleibt weiterhin gespannt. Es geht immer weiter steil bergauf. Keine Ahnung, ob das mal ein Weg war oder einfach nur irgendwie ein Bereich, wo die das nach unten gefördert haben. Aber es ist der einzige moderate Zugang, damit wir hier überhaupt hochkommen. Und es ist, keine Ahnung, mega steil. Ja, jetzt sind wir praktisch eine weitere Sohle
nach oben gegangen, also außerhalb bis hier hin zum Mundloch, und sind jetzt hier wieder eingestiegen, weil wir unten nicht weiterkamen. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie wir hier vorankommen. Hier ist der Schiefer auch deutlich heller, auch nicht mehr mit diesem Rotstich wie unten. Und jetzt müssen wir hier über so eine kleine Halde, die sie mal freigegraben haben. Ja. Und hier wieder runter. Ja, Leute, ich glaube, jetzt wird's richtig krass. Wir haben eine riesige Abbruchkante gefunden. Eieieiei. Ach du grüne Neune. Ach du Scheiße, ne. Ach, ey, guck mal, wie weit das runtergeht. Ach du Scheiße. Ey, das geht hier locker. Das ist ja noch tiefer, als vorhin die Halle hoch war. Da vorne habt ihr auch noch ein, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Ach du Scheiße, ey, das ist ja richtig tief. Also ich würde hier nochmal mindestens 10 Meter dranhängen, wobei ich nicht richtig um die Kante gucken kann. Und ich will es auch irgendwie gar nicht machen. Da kriegt man sofort wackelige Beine. Alter Schwede, das ist hier richtig tief. Das habe ich aber auch noch nicht im Bergwerk gesehen, oder? Das ist Wahnsinn. Also hier geht es richtig tief nach unten. Ja, ich weiß nicht, wie das hier mal gemacht wurde, ob das schon immer so war, oder... Ja, ich glaube, wenn man hier einmal unten ist, dann ist man unten, kommt es hier nie wieder raus. Ach du Scheiße. Also, ich halte euch mal so ein bisschen rüber. Ich mach keinen Scheiß, da unten ist das Ende. Okay, da ist das Ende. Seht ihr wahrscheinlich nicht so gut. Oh. Vielleicht kommen wir ja da hinten rüber, dann können wir mal auch noch mal gucken. Ja, da kommt man wahrscheinlich rüber, da ist schon irgendwas angeschmiert, aber das ist richtig krass. Ja, wir sind jetzt einmal um die Ecke gebogen und sind wieder in einer großen Halle gelandet. Und hier hinten muss jetzt der Zugang kommen, wo wir von der anderen Seite auf diesen riesigen Abbruch gucken können. Nee, noch nicht ganz. Also hier muss irgendwas gewesen sein. Ein Schrägaufzug, der nach unten ging wahrscheinlich. Weil da sind noch so Metallteile verankert. Ja, hier ist es wieder mega knifflig. Man könnte theoretisch hier rüber gehen, aber das mache ich trotzdem nicht. Also, hier kommt, würde man einfach, wenn man hier reinfallen würde, würde man sich ja extrem verletzen. Wenn man es überlebt, kommt man nie wieder raus. Auch wenn ich jetzt einfach nur da unten stehen würde, kerngesund, und von hier unten hoch müsste, unmöglich. Ohne Kletterzeug. Also, Wahnsinn. Also das sind echt mal wieder Hallen. Ja, und hier könnte man sich auch gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier, welche Sohle das jetzt ist. Aber so wie die hier schon, der Stein hier schon rausgenommen wurde, könnte ich mir hier gut vorstellen, dass jetzt hier zum Beispiel eine Produktionsanlage für eine Uferlagerung hätte reinkommen können. Aber man sieht natürlich nichts mehr. Aber von der Größe allein, von der Höhe, ist auch wieder sehr, sehr hoch. Wahnsinn. Ja, im Prinzip durchschreiten wir jetzt wieder eine große Halle nach der nächsten. Also auch hier wieder eine Deckenhöhe von mindestens 10 Metern. Ganz genau kann ich das nicht schätzen. Wäre cool, wenn man mal so ein Lasergerät hätte, wo man jetzt genau die Distanzen abmessen könnte. Das wäre echt praktisch. So, der eine Stollen war dann blind nach der Halle. Ja, jetzt kommen wir hier, wie ihr es schon an meiner Stimme hören könnt, wieder in eine große Kammer. Jetzt gibt es hier nochmal so eine Mauer, aber das ist verbrochen dann.
Hier geht's auch nicht weiter. Das würde bedeuten, dass die normalerweise darüber gesprungen sind, ne? Das machen wir aber nicht, ne. Jetzt haben wir hier eine schöne kleine Nische gefunden, richtig schön mit dem ganzen Gestein, auch so wie es hier rausgearbeitet wurde, mit der Farbe, also so ein bisschen wie im Zwergenreich, so richtig toll. Hier so eine kleine Nische rausgeschlagen, noch, wo man was ablegen konnte. Hier ist irgendwie so eine Tafel auch mit irgendwelchen Bohrungen, hier konnte man sitzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich hier so eine Art Aufenthaltsraum nochmal hier drin war, wo sich die Bergleute praktisch, ja, die pausiert haben. Ne? So richtig, richtig schön einfach nur. Toll. So, wir haben hier nochmal eben eine kleine Spalte gefunden, wo man rein könnte, weil da hinten geht es noch weiter mit den Gängen. Ich werde mal eben kurz vorgucken, ob sich das hier lohnt. Das ist aber krass. Hier steht jetzt noch so ein alter Hund. Der ist hier zwar schon ein bisschen verbogen, aber hier unten sieht man noch schön die Räder. Und hier ist wieder noch so eine riesige Halle. Und der steht hier so schön, richtig wie so ein Fotomotiv. Steht er jetzt hier. Da alles schon total verrostet, aber... Das ist wirklich richtig toll. Klasse. Richtig toll aus. Ja, sowas wünscht man sich halt gerne in den alten Minen und Bergwerken, dass man auf solche Sachen halt noch trifft. Klasse. Ja, dann gehen wir jetzt hier erstmal wieder raus aus dem Bereich. Wie gesagt, da hinten, das reicht uns, das mal gesehen zu haben. Und jetzt gucken wir einfach mal, was wir in den nächsten Eingang so finden. Dann haben wir nämlich noch was gespottet. So, wie ihr sehen könnt, sind wir im nächsten Eingang. Und Melanie ist schon im Wasser. Jetzt ist die Frage, ob die Stiefel reichen, weil wir Waschhose jetzt nicht mit haben. Wir testen es eben an. Kann sein, dass es nicht reicht, ne? Ich weiß es nicht. Ja, weiter geht's in dem Unterwasserlabyrinth hier. So,
kommen jetzt zu einer Passage, wo hier scheinbar ein bisschen was verbrochen oder reingekippt wurde von der rechts. Jetzt kommen wir an der Seite hier vorbei, gucken, wie weit es da noch geht. Ich kann es nicht genau erkennen, aber ja, geht es noch weiter. Ja, überall schöne bräunliche Ablagerungen von Kalk, der hier so ein bisschen die wirklich sehr schwarzen Wände ein bisschen farbenfroher macht. Ja, und jetzt scheint das Wasser komplett aufzuhören. Ja, hier haben wir jetzt was Schönes gefunden. So ein Durchgang. Ja, Melanie macht noch ein bisschen mehr Licht. Ja, Powerlampe. Genau. Richtig schöne Versinderung von da oben, weil das Wasser die ganze Zeit da oben durch den Fels rinnt. Ja. Und hier richtig schöne Versinderung überall. Hier habt ihr das. Ein Stolleneingang, der weitergeht. Wow, sieht richtig toll aus. Klasse. Fallen die ganzen Tropfen. Sieht echt krass aus. Wie, ja, so ein bisschen wie eine kleine Dusche im Berg, die man nicht richtig angeschaltet hat. Durch für heute mit diesem Video. Wir waren jetzt mehrere Stunden unterwegs in dem System, verschiedene Sohlen, verschiedene Stollen erkundet. Das letzte jetzt hier mit dem Hund noch war richtig schön interessant, ein tolles Fotomotiv. Weitere Hinterlassenschaften jetzt irgendwie von der Uferlagerung konnten wir jetzt nicht finden, aber nichtsdestotrotz die riesigen Hallen und alles. War mega interessant und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir werden bestimmt noch mal vorbeikommen. Wir haben noch nicht alles gesehen und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.